Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Wir haben ein Update bekommen und zwar die Version 1.50.0.81s. Wir gucken gleich mal ganz grob auf die Karte in die Menüs, was sich geändert hat. Bei Steam habe ich gefunden Trade Connections Switzerland Event, also Schweiz Event. Switzerland has undergone an amazing revitalization with 150 update and what better way to celebrate than to take part in our latest World of Trucks Event, Trade Connections. Das heißt, es müsste theoretisch, wir haben ja noch einen Auftrag, den fahren wir auch erst noch zu Ende, aber es müsste theoretisch ein Event geben. Also es synchronisiert schon mal mit World of Trucks. Die Frage ist, Essig und so weiter. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also es gibt ein Event. Das Dumme ist nur, die ich sag jetzt mal, der Otto Normalspieler hat natürlich. Oh. Der. Wo bin ich überhaupt? Der Otto Normalspieler hat natürlich die Version 1.49. Die Beta-Spieler haben die 1.50. Da macht eigentlich dieses Event im Moment gar keinen Sinn. Aber da es eine Neuigkeit ist, eine Ankündigung, könnte es sein, dass wir mit der 1.50 ein Event bekommen. Okay, aber wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal unsere Tour, die wir uns hier rausgesucht haben, zu Ende. Das ist hier mit dem Tirsan-Auflieger. Das dürften im Übrigen schon die neuen sein, die man hier in der Beta eingepflanzt hat. Weil das ist ein kurzer und ein langer Container-Auflieger. Wir haben den langen. Das klingt falsch. So, ganz kurze Anmerkung. Dieses Video frisch, natürlich up to date. Aufnahmezeit 22:16 Uhr am 13.05. Es laufen parallel noch etliche Updates. Ich hoffe, dass ihr dieses Video dann entsprechend um 5 Uhr am 14.05. in der entsprechenden Qualität bekommt. Ich weiß nicht, wie schnell das mit dem Upload geht, weil mehr als 40.000 oder 40 Mbits ist bei Vodafone nicht drin aktuell. Selbst wenn ich auf eine 250.000er wechseln würde, käme da nicht mehr. Und wie gesagt, ich hoffe, es kommt in entsprechender Qualität dann schon durch. Ansonsten einfach später mal reinschalten. Ganz wichtig natürlich Abo und Däumchen da lassen. Und schaut doch gerne mal auf unserem Discord vorbei. Wir sind nicht immer da, aber tragt euch gerne ein. Schnackt eine Runde, keine wilden Sachen. Ihr könnt dann auch später mal mit uns quatschen, wenn wir da sind. Und vor allen Dingen, wir suchen auch mal Mitspieler für den Landwirtschaftssimulator. Ja, weil unser Herr Meier macht sich relativ rar. Ich denke mal nicht, dass der jemals wieder auftauchen wird. Und von daher hätten wir zum Beispiel die Rolle des Händlers zu besetzen. Polizei wäre noch ganz nett. Und solche Geschichten. Vielleicht noch ein Bürgermeister. Wie auch immer. Was ich natürlich überhaupt nicht mag, ist halt, wenn jemand keine Lust mehr hat, dann nicht wenigstens Tacheles zu reden. Ne? Wenn wir heute zum Beispiel sehen, wir haben um 18 Uhr Aufnahme gehabt. Und ja, unser einer Mitspieler ist nicht da, nämlich der, der den Herrn Meier spielt.
Man sieht aber dann, und das hatte mir mein Mitspieler gesagt, oh, der spielt aber gerade den Landwirtschaftssimulator. Muss man sagen, für Aufnahmen hat er keine Zeit, aber Landwirtschaftssimulator spielen, das funktioniert dann. Obwohl wir auch Aufnahmen im LS, also im Landwirtschaftssimulator, gemacht haben. Ja, zeigt mir, da ist kein Interesse mehr da. Aber zu feige, mal das Maul aufzumachen, weißt du? Naja, kennt man solche Leute, kann man ehrlich gesagt drauf verzichten. Ist so. Nein, von daher, wie gesagt, wer mal Bock hat, da mitzumachen, gerne mal bei uns melden. Kannst du mit deinem Knatterpott mal schneller fahren? Glaub nicht, dass ich jetzt noch anhalte. Nur scheißegal, ob das Geld kostet oder nicht. Nee, ich finde sowas auch unfair gegenüber, weißt du? Wenn man keinen Bock mehr hat, dann kann man kurz sagen, hier, pass auf, keine Lust und so weiter. Aber selbst wenn man über WhatsApp sagt, hier, pass auf, dann haben wir Aufnahme. Und mal gucken, ob wir eine Rückmeldung bekommen. Der kommt nur zurück. Ja, ich hab das gerade gelesen, habe keine Zeit. Naja, ich sag mal, wer über Wochen lang bei WhatsApp auch keine Möglichkeit hat, mal eine Nachricht zurückzuschicken. Also, sorry. Ich muss mich da mal drüber auslassen, echt. Für den Satz hat es gereicht. Habe ich gerade gelesen, habe aber keine Zeit. Oder habe im Moment keine Zeit zu antworten. So, für den Satz hat es gereicht. Man hätte aber auch gleichzeitig schreiben können, Mensch, ich habe im Moment zum Beispiel viele Aufträge, ich kann nicht mitmachen im Augenblick oder so. Weißt du, wäre auch nicht länger gewesen, aber dafür reicht es nicht. Man, derjenige, falls er das hier schaut, weiß, wer gemeint ist. Ich muss mal sagen, wir haben dich abgeschrieben an der Stelle. Wenn du meinst, dass du im anderen Team besser aufgehoben bist, dann mach da weiter deine Videos. Und dann sagen wir mal und tschüss. So, genug gewettert. Blinken sollten wir. Ja, Mensch. Mein Geburtstag kann ich nicht mit meiner Freundin zusammen feiern, weil die genau an diesem Tag ins Krankenhaus geht und ich sie bei der Einweisung wahrscheinlich nicht mal begleiten kann, weil sie fährt abends im Krankentransporter hin. Das ist eine Geschichte. Und B sagt sie, naja, wahrscheinlich kommt sie dann direkt aufs Zimmer und ja, schade, werden wir auf jeden Fall nachholen. Ich finde das immer ein bisschen belastend, wenn sie dann auch letztens, fragte sie dann, ob ich wirklich mit einer alten, kranken Frau zusammen sein wollte. Ich sag mal, ich habe ohne zu zögern mit Ja geantwortet, natürlich. Jetzt muss man sagen, sie ist jünger als ich. Und krank, ja natürlich, aber so habe ich sie kennengelernt und meine Güte. Bin vielleicht auch manchmal etwas ungeduldig, wenn ich ihr Sachen am Computer dann erkläre. Es ist so, ja. Was mich besonders trifft, ist eben, wenn sie in manchen Situationen dann noch einfach mal anfängt zu weinen, wegen dieser Scheißkrankheit eben, weil sie Dinge nicht mehr so kann wie früher und überhaupt. Und das ist, ja, es macht mich schon betroffen. Ich bin da, ja, wie soll ich sagen, da hilft dann nur in den Arm nehmen, trösten, soweit wie es geht.
und Mut zu sprechen. Dass es mit der Krankheit nicht einfacher und besser wird, ja, das weiß man. Aber was soll's, aber ich mag wirklich sie als Mensch, sie als Person, ihren Charakter und überhaupt. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn sie wirklich vielleicht mal ihre Krankheit einen Moment lang vergisst, lachen kann und ja. So sieht das aus. Es ist aber tatsächlich eine Sache, ich meine, ich bin ja auch vor jetzt gut knapp 2 Jahren, kann man eigentlich fast sagen, aus dem Callcenter-Job ausgestiegen wegen Burnout. Das hatte unter anderem auch was mit dem, ja, mit dem Mord an meinem Sohn zu tun. Weil man einfach das Verständnis für diese Leute nicht mehr aufbringt. Weißt du, da fällt einem sonntags morgens, fällt einem zum Beispiel ein, meine Rechnung stimmt nicht. Und das um 6 Uhr, weißt du? Wo du dann denkst, sag mal, gibt's eigentlich keine wichtigeren Sachen? Ja, oder mein Internet geht seit 2 Minuten nicht mehr. Ja, mein Gott, dann wartest du nochmal 5 Minuten. Ich habe da kein Verständnis für und ich lasse mich von diesen Leuten auch nicht mehr anmaulen. Und das war so der Punkt, wo ich einfach gesagt, du musst hier raus, sonst drehst du ab. 16 Jahre in dem Job gearbeitet, aber es geht so nicht mehr. Weiterhin, ihr seht dieses Video am 14.05., ich werde am 15.05. 55 Jahre alt, das muss man sich mal reinziehen. So alt wird kein Schwein. Upsala. Ja, was soll ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo man jetzt auch so ein bisschen das Gefühl bekommt, man ist zum also ich habe ja gesagt, ich möchte gerne eine Umschulung haben im Bereich Medien, IT oder sowas. Wo dann der Betreuer vom Arbeitsamt sagt, ja, und die nehmen ja eher jüngere Leute und nee, ich schicke sie erstmal zum medizinischen Dienst, die sollen mal gucken, was los ist. Ja, und der medizinische Dienst sagt dann, naja, ihre Psyche völlig in Ordnung, aber Herzproblem, dies und jenes, sie sind nicht mehr vermittlungsfähig. Und wenn man dann noch im Internet schaut, naja, mit 55 wirst du langsam in die Ecke geschoben, geht nicht mehr. Ich war aber erst 54, als ich dahin bin. Ja, also man sieht, wo es drauf hinausläuft. Man gehört so langsam zum alten Eisen. Und gut, das würde mich jetzt... Wie steht das Wasser aber hoch, du? Würde mich jetzt nicht großartig belasten, sage ich mal so. Also ich habe meine Hobbys. YouTube zum Beruf. Dafür müssten mehr Abonnenten und so weiter her, dass man eben wirklich Geld damit verdienen kann. Ich sag mal, von 70 Euro alle 3 Monate kannst du nicht leben. Das wird nix. Ja, man muss gucken, wo es hingeht, ne? Oh, ich glaube, ich bin zu schnell und werde gleich geblitzt. Wisst ihr? Da war der Blitzer. Ja, so sieht das aus. Nee, was meine Freundin, Partnerin angeht, ich mag sie wahnsinnig. Das ist also, ich mache mir da auch echt einen Kopf, um ihr das Leben zu erleichtern, wo es nur geht, sie entsprechend auch zu beraten. Jetzt am Computer Windows 11 zu erklären, ist natürlich nicht ganz so einfach und verschiedene Dinge versteht sie dann auch teilweise nicht. Beispielsweise ja Dokumente. Für sie ist alles irgendwie ein Dokument, egal was es ist. Und ja, wie soll man sagen? Und sie meint halt, dass viele von ihren Sachen auf dem Rechner fehlen, wobei wir die vorher gesichert haben. Also es ist schon definitiv alles da, ne? Ja, nicht so einfach. Liebe Leute, wir haben schon wieder 15 Minuten rum.
jetzt ein Kreisel, ein großer Kreisel. Das war ein bisschen schnell genommen, aber es hat funktioniert. Nein, und sie akzeptiert mein Hobby und will sich das auch gerne mal angucken, was ich hier so mache. Und wir werden wahrscheinlich auch mal YouTube zusammen machen. Keine Ahnung, Käsekuchen backen oder so ein Krempel. Und sie traut sich allerdings auch mit ihrer MS-Geschichte nicht so richtig daran, weil sie dann eben auch meint, ja Mensch, keine Ahnung, man könnte sie für dumm halten oder sonst irgendwas, ne? Aber das ist ja leider der Lauf der heutigen Gesellschaft, die ich persönlich für sehr intolerant halte. Sag mal, haben wir hier? Ne, den haben wir. Ich wollte gerade sagen, hier war ein Videopunkt. Fahr mal bis zum nächsten Parkplatz. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dann entscheiden wir mal, wie wir weiterfahren. Weiter verfahren, so rum. Ja, ich werde dann nachher ins Kaufland gehen, werde mir eine Torte für meinen Geburtstag kaufen, die ich dann alleine esse. 100 Tasse Kaffee dabei. Und ja. Aber was haben die eigentlich mit ihren ganzen Kreisverkehren hier? Huh? Das macht mir was. Ich ganz ehrlich. Jetzt sagen viele, du fährst wie ein Bekloppter, aber ganz ehrlich, Leute, es ist ein Simulator und da möchte ich so etwas ausprobieren. Mit so einem Chemietank da hinten dran. Wie kommst du um die Ecken? Und so weiter. Da möchte ich mal über die Stränge schlagen. So, hier rollen wir jetzt mal ganz gemächlich drüber. Hier hat es gekracht. Ich möchte trotzdem hier... Warte mal. Ich möchte trotzdem hier rein. Ich meine, da ist der unten... Ach ne, hier steht Polizei. Okay. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ich habe gefährliche Fracht an Bord. Und gleich kommt wahrscheinlich ein Hubschrauber, der uns das Dach abrasiert. Nö, da liegt nur einer auf dem Kopf. Okay. Ich habe gerade Lust, noch ein paar Meter zu fahren. Aber liebe Leute, da ich heute besonders fleißig war, ich habe aufgenommen Singleplayer-Projekte. Sechsmal LS, also sechs Folgen, eine halbe Stunde. LS 22, eine Folge von diesem Uncle Dingens Rocket Shop da. Ihr wisst, was ich meine. Und heute Abend nochmal drei Folgen Lieper Winkel, eine halbe Stunde. Alles komplett durchgerendert, aufgenommen. Jetzt noch hier aktuell knappe 20 Minuten. ETS 2 an der Tankstelle da vorne werden wir anhalten. Ich bin für heute einfach nur noch platt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen.
freue mich natürlich über neue Abonnenten, über nette Kommentare, Däumchen nach oben oder unten. Genau. Oh, das klappt. Pass auf. Halt die Schnauze, Mann. Ich häng irgendwo fest, du Idiot. Weiß nur nicht wo. Offensichtlich. Also mit dem Auflieger wäre ich da locker drüber gekommen, aber... Offensichtlich mag man es nicht, wenn man die Einfahrt verwendet. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder und bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.